Schönen guten Abend, schön, dass es so voll ist. Bevor ich loslege, möchte ich kurz erwähnen, dass diese Veranstaltung jetzt eigentlich nicht als Vortrag geplant war, sondern eigentlich hätten wir gerne die beiden Modelle, die ich gleich vorstellen werde, nämlich eine neue Verwertungsgesellschaft und die Kulturwerkmarkt, die der CCC vorgeschlagen hat, hier einfach mal wild und offen diskutiert. Das hat leider nicht ganz geklappt, weil wir niemanden auftreiben konnten, der die Kulturwertmarkt hier vertreten wollte. Deswegen werde ich mein Bestes geben, das halt so objektiv, wie es mir möglich ist. Ich habe natürlich einen Bias, weil ich von dem Alternativprojekt mehr oder weniger komme, das hier vorzustellen. Und falls Apostel der Kulturwertmarkt anwesend sind, können wir gerne auch das hinterher noch weiter diskutieren. Vorweg vielleicht für diejenigen, die mit dem Open Music Contest Org, für den ich hier als Vorsitzender spreche, noch nie was zu tun hatten. Wir haben 2005 angefangen, Musik. Okay. 2005 angefangen, ist das immer noch laut genug? Also ich muss natürlich was sagen, damit das Mikro angepasst werden kann. Okay, also wir haben 2005 angefangen, Musikwettbewerbe für Musik unter Creative Commons Lizenzen zu organisieren. Das war auch sehr erfolgreich, ist jedes Jahr erfolgreicher geworden und dann haben wir uns gedacht, das läuft jetzt. Die CC-Community braucht jetzt nicht unbedingt mehr uns, die sich halt für die Werbung so stark einsetzt, indem sie Wettbewerbe organisiert, und unser Plan war dann halt mehr zu gucken, wo der Schuh jetzt am meisten drückt. Und da sind wir auf das Problemfeld Verwertungsgesellschaften gestoßen. Wir haben dann einen Verein gegründet, bei dem wir uns in der Präambel auf den Sozialpakt berufen, in dem halt die kulturelle Teilhabe insofern definiert ist, dass das bedeutet, dass der Zugang zu kulturellen Werken ein Menschenrecht darstellt, als auch der urheberrechtliche Schutz. Und das ist halt eben genau das Spannungsfeld, in dem wir uns als Verein sehen und halt Projekte fördern möchten, die diese Form von kultureller Teilhabe fördern. Wir sind auch als gemeinnützig anerkannt. So, zweites Vorwort. Vielleicht hat der eine oder die andere von euch meinen Vortrag von vor 2 Jahren gesehen, die gescheiterte Revolution. Ich habe da ein paar Statistiken präsentiert und da wollte ich ein kurzes Update geben. Und zwar geht es im Wesentlichen um diese Statistik. Das sind Zahlen vom Bundesverband Musikindustrie aus den Jahreswirtschaftsberichten. Die rote Linie repräsentiert die dort angegebene Zahl der illegalen Downloads für den Zeitraum von 2003 bis 2009. Und die untere schwarze Linie, die quasi eher so eine Konstante darstellt, sind die abgesetzten CD-Verkäufe. Und wenn man das statistisch miteinander in Verhältnis bringt, nennt man das Nullkorrelation. Wir haben halt die ganze Zeit gewartet, dass vom BVMI vielleicht was kommt, also vielleicht auch eine Unterlassungserklärung oder ähnliches, aber da kam nichts. Auch überhaupt kein Statement in irgendeiner Weise. Allerdings war da natürlich mit großer Spannung erwartet, was steht denn im nächsten Jahreswirtschaftsbericht. Und der BVMI hat nachgerechnet. Und zwar hat man sich eine neue Methode einfallen lassen, wie man jetzt die CD-Verkäufe zählt. Und am Zusammenhang hat sich eigentlich nichts verändert, aber es sieht jetzt so aus, als seien in dem ganzen Zeitraum deutlich weniger CDs verkauft worden. Das liegt daran, dass man jetzt irgendwie Units zählt und vorher hat man einzelne Packungsbestandteile gezählt oder so. Viel spannender ist allerdings, wenn man sich anguckt, wie sich denn das Kapitel Musikkopien entwickelt hat. Das war jahrelang so ein Dauerbrenner in den Jahreswirtschaftsberichten des BVMI. Und ich habe mal geguckt, welchen Seitenumfang das immer so hatte. Das waren immer so um die 8 Seiten mit einem kleinen Ausreißer 2005. Und dann haben wir zum Jahreswirtschaftsbericht mit den Zahlen 2009 ja unsere Analyse vorgestellt. Und der Effekt war dann, dass dieses Kapitel seitdem nicht mehr im Jahreswirtschaftsbericht des Bundesverbands Musikindustrie auftaucht. Ich würde sagen, das ist auch eine Form von Statement. So, kommen wir jetzt aber zu den tatsächlichen beiden Modellen, die versuchen wollen, das Problem, wie werden Künstler eigentlich angemessen vergütet und gleichzeitig der Allgemeinheit erlaubt, die Werke frei zu tauschen, denn Abmahnindustrie ist ja irgendwie gerade ein relativ großes Problem und da schreit es quasi nach Konzepten, wie man das lösen kann. Der Ist-Zustand ist im Prinzip, zumindest aus unserer Sicht, wenn man mal sich die Maximalforderungen anguckt, dass die Internet-Community bis dahin geht zu sagen, wir brauchen eigentlich überhaupt kein Copyright, wir wollen alles frei tauschen, und die Urheberinnen auf der anderen Seite natürlich Angst haben, dass ihnen die Existenz genommen wird und deswegen halt genau das Gegenteil fordern, die Rechte müssen noch weiter verschärft werden, wir brauchen strengere Gesetze und Tauschen sollte eigentlich überhaupt nicht legalisiert werden.
Was wir uns als eigentlich einen gewünschten Zustand vorstellen, ist, dass man irgendwie eine Form von Kompromiss findet, dass die Internet-Community sagt, okay, es reicht eigentlich, wenn wir das zu nicht kommerziellen Zwecken tun, also einfach für unseren persönlichen Spaß mehr oder weniger, und die Urheberinnen auf der anderen Seite eine faire Vergütung für eine Nutzung erfahren. Und da gibt es wiederum verschiedene Standpunkte, die vertreten werden, was denn nun unter einer angemessenen Vergütung zu verstehen ist, nicht nur was die Höhe angeht, sondern überhaupt welche Modelle grundsätzlich möglich wären. Da gibt es zum einen Modelle, die sagen, es soll nur kommerzielle Verwendung in irgendeiner Weise zu Geld gemacht werden für die Urheberinnen. Andere sagen, wir brauchen Pauschalsysteme, Stichwort Kulturflatrate, was dann irgendwie verteilt wird unter den Urheberinnen. Und dann gibt es andere Modelle, die sagen, das reicht, wenn wir quasi einen virtuellen Hut aufstellen, wo jeder, wenn er ein Werk besonders gut findet, dann halt Geld bezahlt. Und diese Modelle sind halt mehr oder weniger miteinander kombinierbar. Und auf die Art und Weise, wie diese unterschiedlichen Vergütungsmodelle halt umgesetzt werden, komme ich dann später noch. Was ist notwendig, damit das Ganze funktioniert? Auf der einen Seite, auf alle Fälle, müssen wir langsam in so eine verbale Abrüstung auf jeden Fall reinkommen, also dass wir wieder anfangen, gegenseitigen Respekt herzustellen zwischen den Urheberinnen und denjenigen, die die Werke halt tatsächlich nutzen wollen, also von Raubkopierern zu sprechen auf der einen Seite, und auf der anderen Seite jeglichen Verfügungsschutz für die eigenen Werke abzusprechen. Das sind halt Dinge, die wahrscheinlich nicht zu einer gütigen Lösung führen. Dann braucht man natürlich, um neue Vergütungsmodelle durchzusetzen, auch neue Strukturen. Also man kann nicht einfach mit den derzeitigen vorhandenen Vergütungsstrukturen weitermachen und dann irgendwie moderne Modelle wie so Pauschalvergütung oder sowas versuchen umzusetzen. Und dann, wenn neue Vergütungsstrukturen vorhanden sind, müssen die Urheberinnen auf der einen Seite diese neuen Angebote halt auch wahrnehmen, indem sie halt ihre Werke tatsächlich in diese Systeme einstellen und zum freien Tausch zur Verfügung stellen. Und auf der anderen Seite muss die Netz-Community bzw. halt Netz-Werknutzerinnen dann eben auch so fair sein, dass sie tatsächlich von Angeboten zum Beispiel für Spenden Gebrauch machen oder tatsächlich Lizenzen erwerben, wenn sie denn die Stücke kommerziell verwerten wollen. Eines dieser Modelle, was ich glaube im April 2011 vom Chaos Computer Club vorgeschlagen wurde, ist die sogenannte Kulturwerkmark. Das sieht im Wesentlichen so aus, dass ein monatlicher Pauschalbetrag erhoben wird. Das wird gewechselt in eine noch neu zu implementierende digitale Währung. Das wird dann aber nicht von irgendeiner Verwertungsgesellschaft verteilt, weil das als wörtlich gescheitertes, verharztes Konzept betrachtet wird, sondern es wird auf die freiwillige Verteilung durch die Nutzerinnen gesetzt. Also man zahlt 5 Euro irgendwohin ein und diese 5 Euro gibt man dann im Monat freiwillig an Leute wieder aus. Da bleibt natürlich was übrig wahrscheinlich, weil nicht alle Leute an so einem freiwilligen System vielleicht Lust haben teilzunehmen. Deswegen wird der Rest, der jedes Jahr übrig bleibt, dann freiwillig wieder anteilig an die registrierten Werkurheber verteilt. Und das soll eine nationale Stiftung übernehmen, die dann halt gegründet werden soll. Und bei dieser Stiftung handelt es sich um eine Stiftung, die für alle Werkgattungen da sein soll. Also es wird nicht unterschieden zwischen Musik, Text, Film und Gemälden, was auch immer. Diese Stiftung verwaltet den gesamten Katalog, also weiß halt, welche Werke überhaupt verwertbar sind über diese Stiftung. In der Stiftung sollen sowohl die Urheber selbst als auch die Nutzerinnen in, ich glaube, gleichen Verhältnissen, da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie das gemeint ist, sitzen und sich quasi in der Stiftung einigen, nach welchen Kriterien jetzt genau die Werke vergütet werden können. Und diese Stiftung soll auch den Wert von Werken festlegen. Also es wird quasi eine Werkobergrenze eingezogen, dazu komme ich auch gleich noch. Und dann wissen wir halt quasi bei jedem Werk, was für ein Preisschild drauf ist. Und für die anteilige Verteilung des Jahresrestes wird die Stiftung eben auch den Verteilschlüssel festlegen. Hatte ich eben gerade schon erwähnt, es gibt eine Zahlungsobergrenze. Das heißt, wenn so und so viel Geld für ein bestimmtes Werk eingezahlt wurde, dann wird das Werk gemeinfrei, geht also in die kulturelle Allmende über. Und außerdem in dem Konzept fest vorgesehen ist eine drastische Verkürzung der allgemeinen Schutzfristen. Das heißt, das Urheberrecht soll deutlich vor dem Tod der Urheber auslaufen. Ich glaube, es werden 15 Jahre diskutiert nach Veröffentlichung eines Werkes. Und auch wenn diese Zeit verstrichen ist, soll das Werk quasi der Allgemeinheit gehören.
So, was spricht für das Konzept? Was sind quasi positive Aspekte? Zum einen gibt es bei so einem Konzept wie bei allen Pauschaleinnahmekonzepten natürlich eine relativ gute Planungssicherheit. Man weiß im Prinzip relativ gut, wie viel Geld jedes Jahr reinkommt und verteilt werden kann. Die Betonung der kulturellen Allmende, also so ein Allgemeingut an kulturellen Gütern, auf die alle frei verfügbar sind, ist sicherlich auch ein lohnenswertes Ziel. Dass die Schutzfristen ganz konkret angegangen werden, ist, denke ich, auch positiv hervorzuheben, denn so eine grundsätzliche Idee des Urheberrechts ist ja, Urheber dazu anzuhalten, ihre Werke, wenn sie sie geschaffen haben, auch zu veröffentlichen. Und als Gegenleistung wird ihnen halt ein gewisser rechtlicher Schutz für die Durchsetzung der verschiedenen Veröffentlichungsmöglichkeiten eingeräumt. Und eine dieser Grenzen, die das Urheberrecht halt eben einzieht, ist die Frage, wie lange gilt denn diese Schutzfrist für die Werke? Jetzt liegt die Schutzfrist aber de facto im Augenblick in Deutschland bei 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers. Und man kann sich jetzt natürlich fragen, ob das dann für jemanden, der schon tot ist, tatsächlich noch einen Anreiz darstellt, nach seinem Tod weiter neue Werke zu veröffentlichen. Deswegen ist die Frage, ob die Schutzfristen tatsächlich so lange über den Tod hinausgehen müssen, denke ich, wirklich eine, die mal ganz breit diskutiert werden müsste. Dann haben diese Modelle, das haben inzwischen mehrere Umfragen gezeigt, eine relativ hohe Akzeptanz bei den Nutzerinnen. Und die Idee, dass sich die Urheber und diejenigen, die die Werke hinterher verwerten wollen, an einen Tisch setzen sollen, um sich zu einigen, ist natürlich grundsätzlich auch eine gute. So, kommen wir zu den Problemen, die das Konzept eventuell hat. Also zum einen funktioniert das Ganze nur, wenn man wirklich ganz massiv ins Urheberrecht eingreift. Also im Prinzip müsste man das Urheberrecht neu schreiben, damit alle diese Punkte, die das Konzept vorsieht, umgesetzt werden können. Ein Punkt zum Beispiel ist dieser verkürzte Schutz für Werke. Im Prinzip werden ja dann die Urheberinnen für die Werke, die sie veröffentlicht haben, plötzlich von einem Tag auf den anderen, wenn das Gesetz in Kraft tritt, mehr oder weniger enteignet. Und für Enteignung, also Enteignungen sind möglich, aber für Enteignungen sieht halt mit Berufung auf das Grundgesetz der Gesetzgeber vor, dass es eine entsprechende Entschädigung gibt. Das bedeutet, alle Musikstücke, die plötzlich frei würden, würden nicht einfach kostenlos frei werden, sondern es müsste halt denjenigen, die die Sachen geschrieben haben, eine entsprechende Entschädigung gezahlt werden. Und die Rechnung möchte ich gerne sehen. Vor allen Dingen auch die Frage geklärt haben, wer sie bezahlt. Dann müsste für die Stiftung, die Kulturwertmarke im Konzept ganz zentral drin hat, das Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, zu dem ich auch gleich noch was sage, eigentlich komplett gestrichen bzw. neu geschrieben werden. Und Frank Rieger hat bei einer Veranstaltung in Berlin kürzlich gesagt, dass das Konzept auch vorsieht, dass die bestehenden Verwertungsgesellschaften vollständig durch die Stiftung ersetzt werden sollen. Da bin ich auch irgendwie unsicher, ob man denn tatsächlich all diejenigen, also die Zehntausenden von Leuten, die in diesen Verwertungsgesellschaften organisiert sind, einfach so davon überzeugen kann, dass sie jetzt von einer zentralen Stiftung vertreten werden sollen. Diese Stiftung übernimmt im Prinzip sowieso auch die Aufgaben einer Verwertungsgesellschaft, halt das Verwalten des Katalogs, Ausdenken des Verteilschlüssels und so weiter, dass man sich auch fragt, warum man nicht einfach gleich eine Verwertungsgesellschaft da einsetzt an der Stelle. Auf jeden Fall ist das Konzept relativ unkonkret, es wird halt angerissen, man könnte ja eine Stiftung machen und diese Stiftung ist aber von so zentraler Bedeutung, dass wenn dieser Punkt nicht funktioniert, das quasi der Single Point of Failure für das ganze Konzept ist. So ein Urheberrecht, was halt ja nicht erst kürzlich mal eben schnell ausgedacht wurde, sondern wirklich Jahrzehnte bis nicht jahrhundertelange Tradition hat, komplett neu zu schreiben, dauert einfach ewig. Wir diskutieren ja jetzt schon seit über 12 Jahren über diese ganze Urheberrechtsdebatte und passiert ist relativ wenig. Und das, was geändert wurde, ist eigentlich auch, ich sag's mal, scheiße. Also zumindest für, zum Beispiel, wenn man in den Wissenschaftsbereich guckt, was den Zugriff auf wissenschaftliche Fachliteratur angeht, ist es wirklich total bescheuert, dass eine Bibliothek keine PDFs als E-Mail verschicken darf, aber sie darf einen Fax schicken, auch wenn dieses Fax von Computer zu Computer versendet wird, sodass im Prinzip eigentlich doch wieder ein PDF auf der anderen Seite ankommt. Also das sind Punkte, die definitiv wieder quasi zurückgeändert werden sollten. Und wenn man dann das ganze Urheberrecht komplett aufschraubt
um was Neues zu entwickeln, kann man sich ja eigentlich sicher sein, dass dann nicht nur der CCC mit dem Gesetzgeber an einem Tisch sitzt und sich ausdenkt, wie man denn jetzt das neue Urheberrecht macht, sondern dass dann halt alle möglichen Lobbyorganisationen, die mit nicht wenig Geld ausgestattet sind, natürlich auch versuchen, ihre Interessen durchzusetzen. Deswegen ist vielleicht eigentlich ein besserer Ansatz zu sagen, vom Urheberrecht lassen wir mal so weit es geht einfach die Finger und versuchen halt den Rechtsraum, den wir zur Verfügung haben, so weit es geht auszuschöpfen, bevor uns das Ganze noch weiter auf die Füße fällt. Dann ist das Konzept eigentlich als nationaler Alleingang gedacht. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein Konzept, was gleich global ansetzen soll, sondern es ist nur für Deutschland gedacht. Und es wird halt erwähnt, wenn das gut funktioniert, könnte man ja so ähnliche Sachen dann in den anderen Ländern auch umsetzen und sich dann irgendwie verzahnen. Ziemlich schwierig. Das größte Problem ist aber, Deutschland steht nicht einfach alleine in der Welt, sondern ist gebunden an eine ganze Reihe von internationalen Verträgen. Und um nur mal einen von diesen Verträgen zu nennen, da hätten wir die Berner Übereinkunft von 1886. Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, den damals ursprünglich Victor Hugo angestoßen hat. Wird von der WIPO verwaltet, hat 165 Vertragsstaaten, unter anderem eben Deutschland. Darin wird im Wesentlichen das sogenannte Schutzlandprinzip geregelt. Das war damals eine sehr wichtige Neuerung im Urheberrecht, dass die Werke eines Urhebers, der aus dem Ausland kommt, in einem Land, das dieser Übereinkunft beigetreten ist, den gleichen Schutz genießt wie ein Werk im Inland. Das heißt, wenn jemand in England ein Buch schreibt, dann wird das in Deutschland nach dem deutschen Urheberrecht eben auch geschützt. Wenn man jetzt halt das deutsche Urheberrecht komplett ändert, wäre das wahrscheinlich auch für die ausländischen Urheberinnen nicht so besonders attraktiv. Also da gibt es schon Probleme. Das größte Problem ist aber, dass in dieser Übereinkunft auch die Schutzfrist für das Urheberrecht geregelt ist und die geht mindestens bis 50 Jahre nach dem Tod. Also eine kürzere Verkürzung als 50 Jahre nach Tod des Autors ist nur möglich, wenn man das wirklich auf internationaler Ebene, also Vereinte Nationen oder sowas regelt. Da kann nicht einfach der Deutsche Bundestag entscheiden, wir machen das jetzt anders. Das heißt, allein diese Berner Übereinkunft ist im Prinzip, wenn man das Gesamtkonzept betrachtet, der Showstopper. Dann wird in dem Konzept eigentlich kein gutes Haar daran gelassen, wenn man sich das Papier durchliest, an so diesen verharzten Konzepten der Verwertungsgesellschaften, die ja so ganz komplizierte Schlüssel haben, wie denn die Gelder verteilt werden. Aber auch in diesem Konzept ist halt irgendwie klar, am Ende bleibt ein großer Topf Geld übrig und der muss irgendwie verteilt werden. Und im Prinzip kommt dabei wahrscheinlich das Gleiche raus. Also man regt sich zwar darüber auf, aber man hat jetzt noch nicht so den Stein der Weisen gefunden, der das Problem tatsächlich beheben würde. Die Bürokratie wurde quasi in die Blackbox, nämlich in diese Stiftung verschoben. Da sollen die sich alle mal zusammensetzen und lange reden und dann kommt da bestimmt was absolut Spektakuläres raus. Es ist auch nicht so richtig, also es wird eigentlich immer nur von zwei Seiten geredet, von den Urheberinnen und von der Öffentlichkeit, die sich halt einigen soll. Wenn man diesen Teil der Öffentlichkeit aber mal sich dann genauer anguckt und dann meinetwegen auch die derzeitige Verwertungsindustrie als Teil dieser Öffentlichkeit betrachtet, dann erkennt man, dass alleine dieser Gruppe ganz viele unterschiedliche Interessen da sind, die natürlich nicht immer alle mit einer Stimme sprechen. Also das wird sicherlich auch extrem kompliziert, daraus am Ende eine vernünftige Lösung zu stricken. Dann soll das Ganze ja nicht mit normalem Geld funktionieren, mit normalen Konten, die ausgetauscht werden, sondern es soll eine neue virtuelle Währung geben, die natürlich auch erstmal implementiert und getestet werden müsste. Halten wir halt eher für so ein technisches Gimmick. Also es ist natürlich finanzpolitisch ein ganz interessantes Konzept, dass man den derzeitig existierenden Währung vielleicht irgendeine Alternative in einer virtuellen Form, Bitcoins oder ähnliches, ist jetzt vielleicht gerade nicht so das beste Beispiel dafür, aber halt entgegensetzt. Aber da sieht man halt schon, wo die Probleme stecken können. Aber ist eigentlich für die Urheberrechtsdebatte jetzt nicht so wirklich von zentraler Bedeutung. Wir haben halt eine noch zusätzliche Abstraktionsschicht in dem ganzen Modell, dadurch, dass halt irgendwie so eine virtuelle Währung auch noch dazu kommen muss. Und wenn diese virtuelle Währung zum Beispiel durch eine Fehlimplementation oder weil man in 10 Jahren merkt, oh Mist, das ist ja ganz einfach zu knacken, das System, hat man den zweiten Single Point of Failure in diesem System. Also die virtuelle Währung kann man ja vielleicht als zusätzliches Feature noch haben, aber warum man komplett auf alles, was wenigstens halbwegs gerade noch funktioniert, verzichten sollte, ist eigentlich auch, finde ich, nicht ganz überzeugend. Also das Ding löst halt, wie gesagt, kein wirklich drängendes Problem in der Urheberrechtsdebatte. Und dann finde ich eigentlich auch spannend,
dass hier eine technische Lösung für ein eigentlich eher gesellschaftliches, politisches Problem gesucht wird, wo, wenn man an andere Vorstöße der Politik denkt, wo mit technischen Verfahren versucht wird, irgendwelche gesellschaftlichen Probleme zu lösen, halt aus der gleichen Ecke eigentlich immer kommt, ja, das kann man nicht technisch lösen, da muss man natürlich dann auch gesellschaftspolitisch dran. So, was geht? Wir haben also insgesamt ein relativ komplexes System, was aus mehreren Ebenen sich zusammensetzt, die alle mehr oder weniger wechselwirken. Und das Ganze funktioniert eigentlich nur, wenn alle diese Schichten tatsächlich rundlaufen. Wir haben halt auf der einen Seite dieses Pauschalding. Wir haben hier Pauschaleinnahmen in einem sich selbst überlassenen Markt. Das ist halt gewollt, dass halt jeder selbst entscheidet, wem er jetzt was gibt. Und Finanzkrise, wir wissen, wie gut das funktioniert, wenn man Märkten sich komplett selbst überlässt. Die digitale Währung ist im Prinzip hier, würde ich sagen, erstmal irrelevant. Statt einer nationalen Stiftung, die alle Verwertungsgesellschaften ersetzt, kann man auch gleich sagen, okay, wir setzen da eine Verwertungsgesellschaft ein, weil die Stiftung macht eigentlich nicht viel anderes. Die Reste sollen anteilig verteilt werden. Wir wissen noch nicht genau, wie die verteilt werden sollen. Das ist eigentlich bei allen Pauschalsystemen der interessanteste Punkt. Wie wird das Geld eigentlich verteilt? Die Wertobergrenze, die für Werke eingezogen werden soll, ist eigentlich nicht erzwingbar. Also ich halte es für wenig anschlussfähig unter den Urheberinnen, dass sich eine Stiftung ausdenkt, wie viel das jeweilige Werk jetzt wert sein soll. Das ist eigentlich nur machbar, wenn jeder halt das freiwillig umsetzt. Und ja, die Verkürzung der Schutzfristen geht, wie gesagt, nur, wenn sich das gleich global ändert oder wenn man vielleicht so ähnlich wie beim Bienen bei Star Trek so ein Ding wie den Heisenberg-Kompensator noch erfindet. Wenn man sich anschaut, was davon eben tatsächlich problemlos umsetzbar ist, dann bleiben wir im Prinzip bei einer Verwertungsgesellschaft, die sich irgendwie ausdenken muss, wie Geld verteilt werden soll. Das Konzept ist nicht alternativlos. Statt, also diesen Screenshot muss ich hier mal einbauen, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist, kriegt man beim VRR, wenn man nach Düsseldorf, in der Quatsch, nach Neuss Bahnhof will und man geht aus dem Bahnhof raus und geht dann für einen halben Kilometer und geht in den Bahnhof wieder rein. Also man kann so ein Konzept eben auch relativ kompliziert machen, man kann aber auch einfach gleich über losgehen. Oder um es mit Linus Torvalds zu sagen, was man im User Space schon erledigen kann, hat im Kernel nichts zu suchen. Wir versuchen das eben halt dann wirklich mal direkt über eine Verwertungsgesellschaft. Es gibt in Deutschland im Augenblick so ein Dutzend Verwertungsgesellschaften. Es gab tatsächlich neben der GEMA, die die bekannteste ist, auch noch eine zweite Verwertungsgesellschaft für Musik, die wird aber gerade abgewickelt. Verwertungsgesellschaften sind im Prinzip Selbstvertretung von den Urheberinnen, also es ist jetzt nicht irgendwie eine staatliche Stelle, die irgendwo eingerichtet wird, sondern die GEMA ist zum Beispiel als Verein organisiert und geregelt wird, was eine Verwertungsgesellschaft machen kann im Urheberrechtswahrnehmungsgesetz. Die Staatsaufsicht hat das Patent- und Markenamt in München. Das heißt, wenn man eine Verwertungsgesellschaft gründen will, dann muss man da nach München gehen und sagen, so sieht unser Konzept aus. Und die gucken sich das dann an und sagen dann, ja, ihr dürft als Verwertungsgesellschaft arbeiten und machen natürlich auch ein beständiges Controlling. Und wenn man der Meinung ist, eine bestimmte Verwertungsgesellschaft arbeitet nicht richtig, dann kann man sich auch beim Patentamt eben beschweren, dass die halt dann da mal nachgucken. Wir haben für Musik quasi ein Monopol der GEMA. Das ist aber nicht, wie häufig berichtet, gesetzlich festgeschrieben, sondern das besteht einfach dadurch, dass es keine weitere gibt, die Musikwerke vertritt. Und die GEMA, insbesondere die GEMA, hat größere Probleme, CC-Lizenzen irgendwie in ihre Wahrnehmungsverträge einzubauen. Und deswegen kommen jetzt quasi wir. Wenn man auf Verwertungsgesellschaften komplett verzichten würde und keine Stiftungen einsetzt, dann blieben einem eigentlich nur Privatunternehmen, also meinetwegen, dann könnte man seine Werke zu Amazon geben oder meinetwegen zu Jamendo oder in den iTunes Store. Die wollen natürlich auch Geld verdienen, das heißt, man hat grundsätzlich einen schlechteren Deal als bei einer Verwertungsgesellschaft, die außer den Verwaltungskosten nichts von den Einnahmen abziehen darf. Also da achtet eben das Patentamt drauf, dass halt wirklich das Geld, was reingeht, auch an die Künstler ausgeschüttet wird. Ist für die also auf jeden Fall eher so die optimale Lösung. Wir haben also eigentlich eine gute Idee, aber wir kennen alle die Probleme mit der GEMA, ist noch nicht optimal umgesetzt. Dann auch ein Thema, was immer wieder diskutiert wird, ist die sogenannte GEMA-Vermutung. Das heißt, wenn ich eine Party veranstalte, die öffentlich ist,
dann kriege ich hinterher, und ich habe das nicht angemeldet, einen Brief von der GEMA und die GEMA sagt, du hast den ganzen Abend GEMA-pflichtige Musik gespielt. Da war natürlich keiner da, die schreiben das einfach und schicken mir eine Rechnung, wie viel Geld sie jetzt von mir haben wollen. Jetzt kann ich nicht einfach sagen, ja, dann weist mir das doch mal nach, sondern die GEMA darf einfach vermuten, dass das stimmt und ich müsste für jeden einzelnen Titel, den ich gespielt habe, nachweisen, dass er nicht zum GEMA-Vertrag gehört. Ja, das steht im Gesetz und zwar genau hier im Paragraph 13 des Urheberrechtswahrnehmungsgesetzes. Und zwar heißt es hier, macht die Verwertungsgesellschaft einen Vergütungsanspruch geltend, so wird vermutet, dass sie die Rechte aller Berechtigten behandelt. Also ich habe jetzt mal das Wesentliche rausgeholt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wenn man jetzt mit einer anderen Verwertungsgesellschaft ankommt, da hat man ja dann schlechte Karten gegen die GEMA, wenn die so ein Werkzeug in der Hand hat. Da steht aber auch, sind mehr als eine Verwertungsgesellschaft zur Geltendmachung des Anspruchs berechtigt, so gilt die Vermutung nur, wenn der Anspruch von allen berechtigten Verwertungsgesellschaften gemeinsam geltend gemacht wird. Da hat man also vielleicht einen kleinen Hebel und da brauchen wir halt auch drauf. So, was hätten wir gerne von so einer Verwertungsgesellschaft auf der Seite der Künstlerinnen? Die sollen eben das nicht kommerzielle Kopieren von Werken legalisieren, indem sie es unter freie Lizenzen veröffentlichen, sondern aber trotzdem eine Möglichkeit haben, Einnahmen zu generieren, zum Beispiel indem kommerzielle Verwertung von den Werken vergütet wird oder indem auch in dieser Verwertungsgesellschaft ein Micropayment möglich ist, dass man quasi Spenden an die Urheber direkt auszahlen kann. Die Privaten, das ist in Häkchen, also die, die nicht kommerziell tauschen, haben halt dann die Option, tatsächlich diese Werke frei in Peer-to-Peer-Tauschbörsen auszutauschen und können halt direkte Kleinspenden an alle Urheberinnen machen, die in dieser VG irgendwie organisiert sind. Und wer die Werke kommerziell verwenden will, also das betrifft jetzt natürlich nur Werke, die die kommerzielle Nutzung qua Lizenz ausschließen, der kann halt an einer zentralen Stelle einen Lizenzvertrag bekommen zu transparenten und gleichen Bedingungen. Das ist halt ein großer Vorteil, dass wenn meinetwegen ein großer Autokonzern, der ein Stück für seine Kampagne verwenden will, nicht erstmal rausfinden muss, wer hat das eigentlich genau geschrieben, wie komme ich an die dran, dann muss man mit denen einen Vertrag aushandeln. Also wenn es nur um ein Stück geht, dann geht das vielleicht noch, aber die wirklich kommerziellen Verwerter, die tatsächlich Interesse daran haben, auch wirklich Lizenzen einzukaufen, haben keine Lust, das für 20, 30 oder ein paar tausend Stücke zu machen. Die können dann eben an dieser Stelle auch klären, ist denn das, was ich machen will, eine kommerzielle Nutzung, ja oder nein? Und sie können zum Beispiel auch direkt den Lizenzstatus einzelner Werke überprüfen. Das ist halt auch eine wichtige Frage, steht dieses Stück eigentlich überhaupt unter einer Creative Commons Lizenz? Ja, das Projekt haben wir Cultural Commons Collecting Society genannt. Wir haben es nicht Creative Commons Collecting Society genannt, um Verwechslungen mit der Organisation Creative Commons zu vermeiden. Und die Domain gibt es wirklich. Wir haben uns ausgedacht, das gleich als europäische Verwertungsgesellschaft zu machen, also eben nicht national anzufangen, sondern gleich europaweit zu arbeiten. Eben die nicht kommerzielle Kopie zu legalisieren durch diese Verwertungsgesellschaft, für kommerzielle Nutzung eben ein zentrales Lizenzangebot zu schaffen, auch freiwillige Zahlungen, also Flatter-mäßig zu integrieren in das Konzept und Anteile aus bestehenden Pauschalabgaben bezieht sich darauf, dass es ja eine ganze Reihe von Geräteabgaben im Augenblick schon gibt, wenn man ein Smartphone kauft und so weiter. Das kann man gut oder schlecht finden, aber da geht auf jeden Fall Geld rein und das geht im Augenblick an den frei veröffentlichten Künstlern komplett vorbei, weil keine der Verwertungsgesellschaften sich dafür zuständig fühlt. Das heißt, selbst wenn die Werke, wenn die Geräte genutzt werden, um freie Musik zu verbreiten und zu kopieren, was ja eine gute Sache ist, kriegt am Ende Dieter Bohlen oder Ralf Siegel das Geld. Und das ist halt eben auch ein Punkt, wo eine große Unfairness da ist und natürlich das auch nicht unbedingt sehr motivierend ist, dann sein Werk unter einer CC-Lizenz zu veröffentlichen. Die Vorteile davon, wenn man das halt über so eine Verwertungsgesellschaft regelt, ist, dass das eben ein etabliertes und erprobtes Konzept ist. Es müssen überhaupt keine Gesetze oder irgendwas geändert werden, man kann quasi loslegen. Es muss niemand enteignet werden, weil das Konzept eben darauf aufbaut, dass die Urheberinnen ihre Werke eben selbstständig anmelden und registrieren und auch selbst auswählen, unter welcher Lizenz das Ganze passieren soll. Und das funktioniert einfach schon global. Also die Verwertungsgesellschaften haben alle untereinander Gegenseitigkeitsverträge. Da würden wir dann natürlich auch irgendwie versuchen, mit reinzurutschen. Und dann bieten diese freien Lizenzverträge einfach eine relativ zuverlässige rechtliche Sicherheit. Es gab schon diverse Klagen wegen Nutzung, hauptsächlich bei der GPL, Creative Commons ist da ist noch nicht so viel geklagt worden, aber es gibt eigentlich keinen Grund anzunehmen, dass diese Lizenzen irgendwie fragwürdig sind.
funktionieren auch international, sind dann sehr viele Landesgesetzgebungen bereits angepasst worden, haben auch den Allmendencharakter, also man kann praktisch, theoretisch natürlich schon, aber praktisch eine einmal vergebene freie Lizenz nicht einfach so wieder zurückziehen, weil man sich halt immer darauf berufen kann, dass man von einem vorher frei lizenzierten Werk die Kopie gemacht hat. Das heißt, auch hier gehen Werke in einen freien Kulturraum über durch die freie Lizenzierung. Und das Ganze hat für die Urheber den Vorteil, dass sie das Ganze Werk für Werk entscheiden können, welches Werk jetzt unter welcher Lizenz stellen sollen und dann auch noch unterscheiden können, welche Nutzung sie jetzt für dieses Werk freigeben wollen und welche nicht. Das Ganze soll eben die Flexibilität, die die Creative Commons Lizenzen hauptsächlich bieten, vollkommen ermöglichen. Das ist ein kritischer Punkt, aber dadurch, dass keine andere Verwertungsgesellschaft, also zumindest die GEMA, nicht in, kein Interesse daran hat, etwas anderes abzuschließen mit ihren Mitgliedern als Komplettverträge. Das heißt, man übergibt denen das gesamte Repertoire und kann dann keine einzelnen Stücke unter einer CC-Lizenz rausgeben. Müssen wir quasi zwangsläufig Künstlern, die bei uns nur einen Teil unter CC-Lizenz veröffentlichen wollen, dann auch der Fairness halber anbieten, den Rest auch unter Vertrag zu nehmen. Also auch die Sachen, die überhaupt nicht unter einer CC-Lizenz stehen, weil die sonst eben einen großen Nachteil hätten, dass sie halt mit einem Großteil ihres Werks vielleicht bei gar keiner Verwertungsgesellschaft unterkommen würden. Und wir sehen das halt eher so, dass wenn wenigstens ein Teil von den Werken unter freien Lizenzen rauskommt, das auf jeden Fall ein Gewinn gegenüber dem Status quo ist. Und wenn sich das ganze Verwertungskonzept durchsetzt, das dann auch eher so ein Incentive ist, halt den Rest des Katalogs nach und nach auch freizugeben. Wir wollen auch nicht ermöglichen, dass reine Rechteinhaber Mitglied werden in der Verwertungsgesellschaft, sondern wirklich die Leute, die die Urheberrechte halten, um halt auch da keine schiefe Interessenslagen in das ganze Ding reinzubringen. Wir wollen tatsächlich eine demokratische Verwertungsgesellschaft aufbauen. In der GEMA entscheiden nämlich nur diejenigen, die einen gewissen Mindestumsatz pro Jahr und in einem Zeitraum von, ich glaube, 5 Jahren machen. Und alle anderen dürfen zwar ihre Meinung sagen, aber dürfen nicht mit abstimmen. Und wir wollen quasi das klassische One-Man-One-Vote auch durchsetzen. Und als Rechtsform soll das Ganze als europäische Genossenschaft organisiert werden. Und wir stellen uns auch vor, eine progressive Ausschüttung und keine lineare zu machen, so ähnlich wie im Steuersystem, sodass halt Künstler, die immens bekannt sind und unglaublich viel Geld verdienen mit ihrer Musik, dieses Geld nicht linear ausgeschüttet bekommen, sondern zwar immer noch sehr viel mehr als die kleinen Künstler, aber halt ein Teil und einen immer größer werdenden Teil des Geldes, die sind dann immer noch stinkreich, aber halt nicht ultra, ultra stinkreich, halt zur Nachwuchs- und Kulturförderung nach unten so ein bisschen verteilt wird. Und zu Beginn konzentrieren wir uns eben auf Musik, aber man kann sich natürlich vorstellen, wenn das Ganze tatsächlich läuft, die Creative Commons Lizenzen sind ja nicht auf Musik beschränkt, dass man das Ganze dann nach und nach ausweitet auf verschiedene andere Werke. So, ich sage immer die ganze Zeit wir, das kann man wahrscheinlich nicht gut lesen. Könnt ihr euch auf der Homepage angucken. Das ist im Augenblick das Kernteam, was an der Geschichte arbeitet. Es sind halt Leute, die aus ganz unterschiedlichen Gebieten kommen und das wächst auch. Wir animieren euch auch gerne, euch mit uns in Kontakt zu setzen und da mitzuwirken. Wir haben Ideen für eine konkrete Struktur des Ganzen. Das ist quasi so ein Organigramm, was darstellt, was in unserem Satzungsentwurf so drin steht, das muss ich jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, außer vielleicht der Grundstruktur, dass eben die Mitglieder entscheiden, wer im Vorstand sitzt und der Vorstand dann eine Geschäftsführung einsetzt und die Geschäftsführung damit betraut ist, die tatsächliche Abwicklung der Lizenzen zu regeln. Der wichtigste Punkt, an diesem Organigramm ist das sogenannte Arbitration Board. Wir haben also eine Schiedsstelle vorgesehen, weil ein großes Diskussionsproblem bei NC-Lizenzen immer die Frage ist, was ist denn jetzt eigentlich kommerzielle Nutzung? Und es gibt ein paar Pilotprojekte von anderen Verwertungsgesellschaften, die sich überlegt haben, da eine Definition zu schaffen und die in ihre Verträge reinzuschreiben und dann NC-Lizenzen doch zu erlauben. Diese Definitionen waren aber so restriktiv, dass viele Künstler halt gesagt haben, ja, dann kann ich auch gleich auf die NC-Lizenz verzichten, wenn sowieso alles als NC gesehen wird. Und das wollen wir halt eben nicht machen, sondern wir wollen das mehr oder weniger in einem diskursiven Prozess entstehen lassen. Das heißt, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ist das eine kommerzielle Nutzung oder nicht, wendet man sich an die Schiedsstelle, die halt von den Mitgliedern besetzt wird
Und dort wird dann halt Fall für Fall entschieden, ist das jetzt kommerzielle Nutzung oder nicht. Und dann kann man daraus abstrakte Regeln abfassen, sodass diese Anfragen mit der Zeit sich mehr oder weniger von alleine klären. So, wir haben uns auch Gedanken gemacht, wo das Geld herkommt und wie das verteilt wird und so weiter. Ich zeige das jetzt auch nicht, um halt wirklich alles hier im Detail zu erklären, sondern einfach nur, um klarzumachen, wir haben nicht einfach nur gesagt, ja, dann wird das Geld irgendwie verteilt, sondern wir haben uns schon wirklich dezidiert Gedanken gemacht, auf welche Art und Weise das verteilt werden kann. Das ist, wie gesagt, auch nur eine schematische Darstellung und es gibt jetzt natürlich auch noch nicht das fertig ausgearbeitete Lizenzkonzept, aber da arbeiten wir jetzt halt in Zukunft dran. Wir haben also ganz konkrete Vorschläge für die Organisationsstruktur, die Finanzen, wir haben einen Satzungsentwurf, wir haben einen Entwurf für Wahrnehmungsverträge, das ist alles auch von Urheberrechtsjuristen ausgearbeitet worden. Wir haben einen ersten Entwurf für den Businessplan, das ist vor allen Dingen wichtig für die Anerkennung beim Patentamt, was man dort einreichen muss. Und wir wissen auch, mit welcher Rechtsform wir arbeiten wollen. Eine ganze Menge an gedanklicher und Diskussionsvorarbeit ist also auch schon geleistet. Es gibt natürlich ein paar Punkte, die noch offen sind. Zum einen, was die Verwaltung angeht, da geht es jetzt nicht um die Leute, die in der Verwaltung arbeiten, sondern um die Werkzeuge, mit denen sie das tun. Das wollen wir halt auf freier Software und auf offenen Standards aufbauen und zur Not, wenn es halt in bestimmten Bereichen noch keine offenen Standards gibt, die für diese Verwaltung notwendig sind, die halt eben selbst definieren, um halt auch zum Beispiel eine einfache Anknüpfung über eine API oder sowas an unsere Datenbanken möglich zu machen. Also wer da helfen möchte, bitte meldet euch. Dann brauchen wir ganz wichtig Repertoire. Ebenfalls extrem wichtig für die Anmeldung beim Patentamt. Wir müssen quasi zeigen, dass wir tatsächlich Künstler vertreten und dass wir ein Repertoire haben, bei dem davon auszugehen ist, dass dabei Geld reinkommt. Es ist jetzt nicht so, dass wir noch nichts haben. Wir haben, ich kann keinen Namen nennen, aber sehr interessante Gespräche geführt. Und da geht was, aber wenn ihr Leute kennt, die Musik machen und von denen ihr glaubt, dass sie sowas spannend finden, schickt sie zu uns. Wir brauchen noch keine verbindliche Vertragsunterzeichnung oder sowas, aber wenn wir halt zeigen können, die und die interessieren sich alle dafür, dass sowas kommt, dann hilft das dem Projekt insgesamt ungemein. Und dann brauchen wir insbesondere für die Erstphase natürlich eine Anschubfinanzierung. Da überlegen wir halt diverse Modelle, also wo man vielleicht Fördermittel beantragen kann, vielleicht auch auf EU-Ebene, was man mit Crowdfunding erledigen kann. Also so ein Problem, was zum Beispiel massiv da ist für die Gründung einer europäischen Genossenschaft, ist, dass man erstmal 20.000 Euro an Einlagen braucht, um das Ding zu starten. Und das können wir halt nicht privat einfach so vorstrecken. Ja, und dann müssen wir natürlich beim Patentamt den Antrag stellen und hoffentlich auch die Zulassung bekommen. So, fasst man das zusammen? Dann haben wir ein praktisch sofort umsetzbares Konzept. Die einzige Hürde, also woran das scheitern kann, ist, wenn nicht genug Leute mitmachen. Und ich finde, das sollte eigentlich zu schaffen sein. Wir sollten uns nicht zu viel Zeit lassen. Es ist jetzt nicht so, dass man hier Panik schieben muss, dass irgendwie morgen die Welt untergeht oder irgendwann im Dezember. Aber wenn man zu lange mit so einem Projekt wartet, dann glaubt irgendwann keiner mehr dran, dass es überhaupt noch kommt. Oder die im Augenblick aktiven Verwertungsplayer haben den Markt inzwischen total abgeschottet oder unter sich aufgeteilt. Und im Augenblick hat man wirklich noch eine relativ gute Chance, mit so einem Konzept tatsächlich auch den nötigen Impact zu landen, dass das tatsächlich gut funktioniert. So, ich komme zum Schluss. Nochmal die Kulturwerkmark. Sehr inspiriertes Konzept, sehr gute Ansätze, aber die Umsetzung eigentlich nur in Teilen realistisch. So eine Verwertungsgesellschaft arbeitet im bestehenden System, ist also tatsächlich realistisch umsetzbar, wenn halt genug Leute da sind, die sich dahinter klemmen. Und wenn man die beiden Konzepte, also es entsteht jetzt vielleicht so ein bisschen der Eindruck, dass das eine direkte Alternative vom anderen wäre oder so, aber wenn man sich das genau anguckt, dann sieht man, dass in der Kulturwertmarkt durch die Stiftung so eine ähnliche Struktur, die halt die Gelder verteilt, so oder so auch zwingend notwendig ist, die Verwertungsgesellschaft als solche aber vollkommen autonom arbeitet. Also man könnte sich theoretisch auch vorstellen, das Kulturwertmarkt Projekte umzusetzen mit einer Verwertungsgesellschaft, die die Stiftung quasi ersetzt. Oder im Nachhinein zum Beispiel noch virtuelle Währungen dazu zu addieren oder was auch immer. Aber das ist jetzt halt erstmal nicht so unser Schub. Ja, und abschließend komme ich zu der Wertung, dass sich die Kulturwerkmark zur neuen Verwertungsgesellschaft ungefähr so verhält, wie hört zum Linux-Kernel. Und
mit dem für meine Vorträge traditionellen Abschlussstatement, dass die Einführung von Studiengebühren in Deutschland gegen Menschenrechte verstößt, was in einem völkerrechtlichen Vertrag geregelt ist, möchte ich dann auch zum Schluss kommen, dass es eventuell vielleicht für den CCC eine ganz interessante Meldung, man könnte ja sagen, naja, Bundesregierung, ihr nehmt es mit dem Völkerrecht ja auch in anderen Bereichen nicht so eng, vielleicht könnt ihr auch über die Berner Konvention hinwegsehen. So, dann bin ich fertig. Die zweite Musikvergeltungsgesellschaft, die du erwähnt hast, ist die jetzt von der GEMA in so ein schwarzes Loch aufgesaugt worden? Nee, ich glaube, die gibt es nicht mehr, weil ich einen Antrag gestellt habe, die Lizenz zu entziehen. Das, also die Geschichte war die, das war die Verwertungsgesellschaft Werbung und Musik und die gab es halt, ich habe da ein paar Anfragen gestellt, auch schon vor x Jahren, habe nie eine Antwort gekriegt, weil ich halt von denen wissen wollte, wie die zu CC-Lizenzen stehen. Und dann habe ich irgendwann nach einer Weile mal wieder drauf geguckt und auf der Homepage konnte man inzwischen Horoskope bestellen. Und das fand ich irgendwie dubios und dann habe ich das mal eine Weile beobachtet und dann war da plötzlich irgendwie so eine Adresse in Schottland oder sowas im Impressum, so ganz seltsam. Und dann habe ich halt ins Urheberrechtswahrnehmungsgesetz geguckt und da steht halt, da gibt es irgendwie einen Paragraphen, bei Nichterfüllung wird die Lizenz entzogen. Auf den habe ich mich dann berufen und halt den Antrag gestellt, dass die Verwertungsgesellschaft halt mal überprüft wird. Und dann kam irgendwie ein paar Wochen später der Brief, ja, das sehen wir genauso und deswegen gibt es sie jetzt nicht mehr. Also wir wissen schon mal. Wir wissen schon mal, wie man sie wegmacht. Jetzt sehen wir das nochmal anders hin. Habt ihr euch auch irgendwelche Konzepte überlegt, um das, was ihr euch ausgedacht habt, flexibel zu halten? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass bei der Gründung in den 30er Jahren die GEMA auch irgendwie der heiße Scheiß war, vielleicht. Und nicht, dass irgendwie in 50 Jahren die Leute sagen, oh, diese C3S, was. Was ist das für ein Dinosaurier und hindert uns daran, unsere Werke hier so zu nutzen, wie wir es gerne möchten? Haben wir jetzt so konkret nicht vorgesehen, weil wir es auch relativ schwierig finden, da so in die Glaskugel zu gucken und uns zu überlegen, was vielleicht in 50 Jahren oder so passiert. Also, aber ich würde sagen, dann steht es ja denen dann. Die dann quasi die jungen Wilden sind, offen halt dann wieder eine Alternative zu gründen. Okay, also was ich meinte, war jetzt eben Werkzeuge, um zu überprüfen, ist das, was wir machen, irgendwie entspricht das noch der Art der Nutzung und können wir unser Konzept überhaupt ändern oder sind wir total auf diese Lizenzen festgelegt? Also ich natürlich setze ich nicht voraus, dass ihr wisst, was in 50 Jahren irgendwie cool ist. Ja, es kommt natürlich darauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet, ob das, was man tut, gerade noch richtig ist. Also diejenigen, die in der GEMA die Entscheidung treffen, die sagen natürlich, ja, das ist jetzt der richtige Weg, den wir hier gehen. Also bei denen gibt es, glaube ich, jetzt nicht so die Einsicht, das ist alles komplett falsch, was wir hier entscheiden. Die sagen halt eher, die da draußen haben keine Ahnung. Und das ist, finde ich, auch einfach deren gutes Recht. Ne? Das ist halt ihre Vereinsstruktur und ich bin da kein Mitglied, deswegen habe ich eigentlich nicht zu entscheiden, wie innerhalb der GEMA entschieden wird. Aber wenn mir das halt auf die Nerven geht, dann muss ich halt dann auch so die nötige Energie aufbringen, um zu sagen, okay, dann machen wir jetzt halt noch was Alternatives, so mit dem wir jetzt vielleicht mehr zufrieden sind. Ich habe noch eine Frage. Ist auch gerade aktuell im Diskurs, da wird ja auch gesagt, so von wegen Piraten. Was soll ich jetzt so irgendwie das Urheberrecht abschaffen? Gibt es da jetzt von eurer Seite da schon irgendwelche Ideen? Arbeitet ihr da mit der Piratenpartei schon zusammen oder ist da irgendwie Ideen zusammengesetzt? Was in der Richtung? Also es gibt einzelne Piraten, die bei uns mitarbeiten, aber das Projekt ist jetzt irgendwie kein in irgendeiner Richtung parteigetriebenes Ding oder so. Aber es gibt jetzt irgendwie keine konkrete Kooperation mit den Piraten in irgendeiner Weise. Und also wie gesagt, unsere Idee ist ja mehr, am Urheberrecht jetzt erstmal gar nicht so viel zu ändern, weil wir es für viele Probleme gar nicht so nötig halten. Kann man natürlich immer noch machen, aber es gibt halt drängende Probleme. Also ne, dieses Abmahnunwesen zum Beispiel, das muss einfach ganz schnell verschwinden, sonst
kriegen wir ein ganz großes Problem, weil eine ganze Generation einfach einen Riesenhals auf jede Form von Vergütung hat. Und dann wird es, glaube ich, echt schwierig, überhaupt noch solche Modelle am Leben zu erhalten. Dabei geht es um Geld. Ganz, ganz viel Geld. Und dass die GEMA und die Musikproduzenten, die halt diejenigen produzieren, sich die Hemden, also das Heft aus der Hand nehmen, glaube ich, ist die größte Frage, so aus meiner Sicht. Also wenn man halt Dieter Bohlen nimmt oder Frank Farian, diese Multis, die wir kennen aus der Presse, die dann halt eben auch die Superleute produzieren. Also wenn da schreit jemand, der 1995 mal eben ein Lied gesungen hatte und heute am Hungertuch nach und gerne die Kohle von der GEMA testet, klar. Aber die Großen machen den Mund ja im Endeffekt noch gar nicht auf. Also kann man sich, das Konzept ist gut. Das ja, ist super gut. Aber da gibt es, glaube ich, auch ganz, ganz viel Geld. Und die GEMA ist ja nicht gerade ein Kindergartenverein. Wenn die da gegen YouTube antreten und da ja im Grunde einen Sieg einfahren, der jetzt auch in der Presse als nicht ganz Sieg verkauft wurde, weil im Endeffekt können wir uns die Musik nur mit Boxy-Server angucken. Das gibt es in keiner anderen Land aus in der Welt, auch in Deutschland. Ja, das muss man auch erstmal schaffen, das als Sieg zu verkaufen. Das ist klar, Kunst der Medien. Aber im Grunde geht da ganz viel Kohle. Ja, natürlich, es geht für die GEMA. Nicht nur für den Musiker oder den Künstler als solchen, wir sprechen jetzt im Moment über Musik, sondern über diejenigen, die den ganzen Schalleratsch finanzieren, so wie auch die GEMA. Die GEMA, da werden auch Lobbyisten drin sitzen, die ganz viel Kohle daraus ziehen. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, selbstverständlich. Also das stritt auch keiner ab. Ich glaube, man hätte diese Probleme wirklich, dass sich diejenigen nicht das Zepter aus der Hand nehmen lassen wollen, wenn man versuchen würde, sowas von außen innerhalb der GEMA als irgendwie Reform durchzusetzen. Aber wenn man von außen ein Wirtschaftlichkeitskonzept vorlegen kann, dann hat das Patentamt im Prinzip keine großen Bedenken mehr, das als Verwertungsgesellschaft zu erlauben. Und dann kann die GEMA natürlich irgendwie versuchen, mit Lobbyarbeit dagegen vorzugehen. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob die im Augenblick, wenn die GEMA ganz laut schreien würde, oh, da kommt jetzt aber was ganz Böses, ob das gerade im Internet jetzt den gewünschten Effekt hätte. Oder ob das nicht quasi Werbung in die andere Richtung geht. Das meine ich nicht. Meine und was ich auch noch sagen wollte, man wundert sich teilweise, welche der Großen in der GEMA gar nicht alle Rechte von der GEMA vertreten lassen, sondern halt auch unzufrieden sind mit diversen Dingen. Das hängt natürlich nicht an die große Glocke, weil sie halt eben auch sehen, es gibt keine Alternative, aber es gibt wirklich sehr, sehr große Namen, wie wir inzwischen herausgefunden haben. Man kann in der GEMA ganze Verwertungssparten ausschließen aus der Verwertung. Also man kann zum Beispiel sagen, Verwertungsrechte für Live-Auftritte soll die GEMA nicht vertreten, das machen wir selbst. Und dann klären die das ab. Ne? Oder also man kann auch zum Beispiel die kompletten Internetrechte ausschließen, dann ist die GEMA dafür nicht zuständig. Das gilt dann halt eben für das gesamte Repertoire. Das ist halt möglich, nicht so werkweise, und das machen halt teilweise Künstler auch. Es ist also nicht so, dass wenn ich mich hinsetze, ein Liedchen an der Gitarre klingt, das ins Netz stelle, Gitarre holen, finde das geil, dann kommt vorbei und sagt, Alter, ich produziere dich, aber du musst da Mitglied in der GEMA werden. Also es ist nicht so, dass irgendwie so ein Zwang des Künstlers dahinter steht, dass er von den Geldlobbyisten gezwungen wird, halt eben der GEMA beizutreten oder von da seine Kunde vorbeizuwerten zu lassen. Das war das Geld, was da so im Hintergrund ist, so wie bei der FIFA, der Blatter da halt die Fernsehrechte in Südamerika für 1 Euro verkauft hat und die sich dann eine riesen Kohle rausgemacht hat. Mhm. Also man eben unter der Hand wird dabei zu verstehen. Was. Noch jemand? Ich habe zwei Fragen. Eine ist Genossenschaft. Wieso Crowdfunding? Wieso nicht Anteile zeichnen? Oder ja, wenn man schon Mitglieder hätte, aber wir müssen ja erstmal an die 20.000 Euro rankommen. Oder meinst du jetzt irgendwie, wir sollen quasi schon Anteile verkaufen, obwohl es noch keine Genossenschaft gibt? Ja, klar. Ja, warum nicht? Kann man überlegen. Also, wir sind uns halt nicht ganz sicher, was der wirklich beste Schritt wäre, das zu machen. Aber klar, können wir gerne. Also, wir haben das auch schon angedacht, aber wir haben uns noch nicht entschieden, was wir machen. Okay. Und das andere ist, es sind ja eine ganze Menge Künstler, die würden gerne von der GEMA weg.
können aber nicht, weil sie durch Verträge langjährig gebunden sind. 3 Jahre. Ich habe auch schon mal gehört. Also das sind die Auskünfte, die uns die Sozialarbeitgeber geben. Das mag ja sein, dass wir, also wenn Sie direkt in der Firma sind, ja, aber wenn Sie über Verleger drin sind, ja, nicht. Und das ist ja das größte Problem. Also, die nächsten 40 Titel und mindestens 7 Jahre oder sowas ist ja alles keine Ausnahme an der Stelle. Wie kann man denn überhaupt dieses ganze Verlegerkonstrukt an der Stelle angehen? Dann müsste man wahrscheinlich ans Urheber-Vertragsrecht eher ran. Das ist jetzt aber, glaube ich, auch nicht der Punkt, den eine Verwertungsgesellschaft klären kann, wenn Künstler komische Verträge unterzeichnen. Ja, ne? Klar. Aber natürlich, also ich sehe halt auch, dass da viele Angst haben, dass sie am Markt überhaupt keinen Fuß breit auf den Boden setzen können, wenn sie halt nicht so einen Knebelvertrag unterzeichnen. Also ist jetzt auch nicht gesagt, dass so eine neue Verwertungsgesellschaft alle Probleme löst, aber es ist, denke ich, zumindest erstmal ein Schritt in die richtige Richtung und dann kann man vielleicht wieder verschnaufen und gucken, was man als nächstes angeht. Ich habe ein paar Fragen. Also einmal zum Beispiel zum Kulturwertmarkt. Ich habe den letzten Witz mit dem Linux gehört, irgendwie nicht verstanden, weil ich kein Linux-Versteher bin. So grundsätzlich haben wir einfach einen viel, viel geringeren Anspruch. Insofern fand ich es ein bisschen unfair, das jetzt so gegeneinander zu diskutieren. Das, hinter der Kulturwertmarkt steckt ja auch noch die ganze Liberalisierung von File-Sharing und. Ne? Und das kriegt ihr mit eurem Konzept ja überhaupt nicht in den Griff. Zumindest nicht für die Künstler, die da nicht mitmachen. Nee, aber die Kulturwertmark ist ja, wie gesagt, so einfach nicht durchsetzbar ohne eine komplette Enteignung. Das heißt, wenn wir Probleme lösen, ist deswegen schwieriger, klar. Ne? Aber insofern ist euer Konzept auch bescheidener, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, es löst nicht alle Probleme. Ja. Konkret zu den Dings, ihr habt ja jetzt die Urheber da nur als Mitglieder. Inwiefern sollen da noch die User-Interessen berücksichtigt werden und dann vielleicht auch verbunden, wie vermeidet man, dass das so eine Art Slippery Slope dann wird, so ähnlich wie in Richtung der ersten oder zweiten Frage hier, wenn ihr dann auch sogar noch die Leute mitverwaltet, die normales Copyright machen, GEMA-mäßig und so weiter, dass ihr am Ende dann doch so eine rechte Durchsetzungskrake werdet und Abmahnungen verschicken müsst, einfach weil, ne, und so. Inwiefern will man da irgendwie einbauen, dass das irgendwie einen Ausgleich gibt, auch mit den User-Interessen? Und letzte Frage. Die EU-Kommission bereitet ja gerade eine Reform der europäischen Vergütungsgesellschaften vor. Habt ihr das auf dem Schirm oder seid ihr da irgendwie dran? Nelly Grüß, genau, die folgt uns. Okay, und seid ihr konkreter da irgendwie drin? Oder ja, so? Wir sind mit ihr in Kontakt. Und die User-Interessen? Die haben wir vorgesehen, auf jeden Fall im Beirat zu vertreten. Also es gibt in dem Organigramm, also in der Organisationsstruktur, ja einen Beirat. Und da sollen halt auch die normalen User-Interessen vertreten werden. Aber das ist selbstverständlich, ist eine Verwertungsgesellschaft eben keine Gesamtgesellschaftsvertretungsidee, sondern eben eine Vertretung der Künstlerinteressen. Und deswegen haben die halt den stärkeren Anteil. Aber die Idee ist ja gerade, was zu schaffen, also wenn man halt generell sich für so freie Lizenzen stark macht, dass die Interessen der Allgemeinheit halt insofern schon viel stärker im Vordergrund stehen als jetzt bei den klassischen Modellen. Also das Problem ist, dass es im Augenblick gar keine Möglichkeit gibt, Künstler dazu zu locken, CC-Lizenzen zu verwenden, wenn es so eine Konstruktion überhaupt gar nicht gibt. Also wenn sie überhaupt keine zentrale Struktur haben, über die solche Lizenzgeschichten laufen können. Und unser Ansatz ist jetzt eben zu sagen, okay, wir schaffen sowas, das ist zwar auch das alte System weiterhin möglich, aber wenn das tatsächlich gut funktioniert, wovon wir einfach ausgehen, dann wird das halt Anreize schaffen, dass immer mehr unter den CC-Lizenzen tatsächlich auch veröffentlicht wird. Also wir wollen halt, das sehen ja die CC-Lizenzen als solche auch vor, die Freiheit bewahren, dass man halt für jedes Werk individuell entscheidet, unter welche Lizenz man das nun stellt. Und halt nicht also wir wollen quasi nicht das eine Zwangssystem der GEMA, wo das gesamte Repertoire vertreten wird, mit einem anderen Zwangssystem, wo man gezwungen ist, alles unter eine CC-Lizenz zu stellen, ersetzen. Ja.
ganz kurze Frage. Habt ihr eine zeitliche? Ja, okay. Das hört man beim Stream nicht, sonst nicht. Habt ihr einen zeitlichen Plan, also in welchem Rahmen ihr das realisieren möchtet? Vor 2 Jahren habe ich hier in einem Radiointerview zum ersten Mal die Idee veröffentlicht und ich habe da, glaube ich, gesagt, wir werden wahrscheinlich 3 bis 4 Jahre brauchen. Und wenn ich mir angucke, was wir bis jetzt schon alles fertig haben, denke ich, das ist auch wirklich ein realistischer Rahmen. Also wir wollen, wenn alles gut geht, noch in diesem Jahr beim Patentamt vorsprechen. Also dann ist noch nicht alles fertig, aber dann kann man halt schon mal den Antrag stellen und halt die Konzepte vorlegen, denn das dauert ja dann auch eine Weile, vielleicht 1,5 Jahre, bis das Patentamt dann tatsächlich zu einer Entscheidung kommt. Und das ist auch eher so ein Diskurs, der dann läuft. Ja, noch eine Frage. Ihr habt ja, also du hast gesagt, ihr möchtet es auch ermöglichen, ein klassisches Copyright, also Werke nicht unter CC-Lizenz zu vertreten. Es gibt ja bei der GEMA da immer dieses Argument des sogenannten Cherry-Picking, dass dann jemand hingeht, der sehr erfolgreich ist und dann die Titel, die nicht so erfolgreich sind, unter freien Lizenzen, unter Creative Commons zum Beispiel, stellt und aber ganz erfolgreiche Titel dann komplett kommerziell auswerten möchte. Wie ist da so eure Meinung dazu oder deine jetzt? Also ich halte diese Cherry-Picking-Theorie für kompletten Quatsch. Das ist auch, glaube ich, einfach noch nie gezeigt worden. Also dahinter steckt so die Idee, also wer was unter einer freien Lizenz veröffentlicht, der hält das sowieso für Schrott. So jetzt überzogen gesagt. Und das ist halt einfach falsch. Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, wir sind auch auf jeden Fall die nächsten 2 Tage noch hier, wir haben noch unseren Stand. Also wenn ihr noch mit uns ins Gespräch kommen wollt, dann bitte.